So, hallo meine Lieben, wir trainen jetzt ganz schnell die Korrektur, 5 Minuten, 2K ab. So, wir sind drin, herrlich, wir haben hier ein Signal bekommen und das gefällt mir. Wir trainen nämlich die Korrektur, der ist hier hart gestürzt und korrigiert jetzt. Die Bewegung nehmen wir mit einem 5 Minuten Trade und haben 2000 US-Dollar mit dem Trade New Finmax Panel gesetzt. Und schön, dass das Panel hier wieder am Start ist. Denn so kann man die Trades viel, viel schneller absetzen. Anstatt wenn ich bei Finmax direkt da rumfuchtel und erstmal das Währungspaar raussuchen muss und so weiter. Ja. Trade sieht bislang sehr gut aus. So, dann schauen wir uns den Trade mal bei Finmax an. So sieht das aus. Mein Kontostand ist gewachsen. Ich habe gestern einen sehr guten Tag gehabt. Knapp 8K plus gemacht. So. Na gut, dann lassen wir das mal im Schnelldurchlauf auslaufen. Ich mache mal Finmax und das Template auf. Dann schauen wir mal. Bis gleich. Blessed earth that gotta be the healing of the nation. Naturally calm in the meditation. Potency medication. Me inspiration. Bada bang bang bang. Thunderfall. Oh man, I'm high like a kite. Still I can roll a spliff with me eyes shut tight. Pretty girl, she said I'm on point. She like what me like and she love my time. So, der Trade ist ausgelaufen. Der war im Win. Und so, mein Kontostand ist gestiegen. Wunderbar. Den Trade könnten wir auch hervorragend mit CFDs machen. Denn große Bewegungen sind ja mehr Profit bei CFDs. Und das, ich erwarte bei der aktuellen Korrektur eine größere Bewegung nach unten. Und ja, ein paar Infos. Einige fragen sich, wo bleibt Raman, der Moderator? Er hat mir persönlich jetzt angekündigt, er kommt wieder und er hat auch im Forum schon gepostet, dass er bald offiziell back ist, hat auch seinen YouTube-Kanal im Forum gepostet. Falls es dich interessiert, dann schau im Forum vorbei. Außerdem passiert auf train.io gerade wenig. Wieso ist das so? Denn wir arbeiten an einer komplett überarbeiteten überarbeiteten Version von train.eu, also quasi train.eu 2.0, ausgerichtet für CFDs, Binaries und Crypto-Trading, um euch einen kleinen Vorgeschmack zu geben und um euch zu beweisen, dass wir da dran sind und auch viel Arbeit im Hintergrund geleistet wird. Hier ein kleiner Vorgeschmack. So, aber Rest ist noch top secret. Ihr könnt euch aber auch was freuen mit vielen neuen Features. Komplett überarbeitetem, neuen, professionellem Web 3.0 Design. Außerdem haben wir da Features, die ich jetzt nicht ankündigen werde, sonst werde ich wieder jeden Tag gefragt. Daniel, wann kommt das ganze geile neue Projekt online? Daher belasse ich das jetzt soweit dabei. Und jetzt noch eine letzte Sache. Und zwar werde ich jetzt 10.000 Dollar, die ich gestern und heute mir verdient habe, auf das CFD-Konto transferieren. Und zwar hat man hier gleichzeitig das CFD-Konto bei Finmax. Und hier kann man Transfers verschieben von Binary zu CFDs. Das Ganze kann ich ja mal hier mit euch zusammen machen. Und ich habe das schon einmal gemacht. Jetzt will ich noch weitere 10.000 mir rüberschieben. Ich finde 20.000 für CFDs für meine Größenverhältnisse müsste fürs Erste ausreichen. Für euch reicht natürlich auch 1.000 Euro ungefähr. Dann geht das Ganze zwar langsamer, aber jedem das Seine, ne? Also man
klickt hier auf Übertragung. Achso, falsch. Von BO zu CFDs 10.000, genau. So, jetzt haben wir bei BOs 160.000 und bei auf dem CFD-Konto 20.000. Jetzt switche ich kurz zu CFDs. Ich werde ein paar Tests und Beispiel-Trades mit euch gemeinsam machen. Deswegen abonniere meinen Account, drück mir einen Daumen hoch und freue dich auf kommende Videos mit CFDs bei Finmax. Aber solange es BOs gibt, versuche ich es noch so weit wie möglich auszureizen und werde zu 90% BOs erstmal handeln und zu 10% CFDs. Also wenn du noch das Template nicht hast und noch kein Konto bei Finmax, dann registriere dich jetzt über train.eu. Dann kriegst du die kompletten Signale und das Template, womit ich trade, kostenlos. Und du kannst noch, bis BOs verboten werden, das dauert noch ein paar Monate, noch das ganze Geld machen und dann von BOs zu CFDs hier direkt im Account rüberschieben. Oder du wechselst den Broker, was weiß ich, zahlst aus. Wobei Finmax sagt sogar, dass sie weiterhin reguliert BOs anbieten werden. Ja, gut, ich freue mich, danke fürs Zusehen, viele neue Infos, tschüss und bis zum nächsten Mal.